Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem DM-Haul. Ich war mal wieder bei DM. Das ist schon ewig her, dass ich bei DM war. Und heute hatte ich frei und ich habe mir so überlegt, nach dem Schwimmen möchte ich im nächstgelegenen Ort zum DM. Und ja, kleine Story am Anfang. Mein Schwimmbad, wo ich immer hingehe, hat jetzt gerade Sommerpause. Die machen gerade sauber. Und ich muss in einen anderen Ort fahren zum Schwimmen. Und dazwischen liegt ein Ort, da ist ein DM. Ein schöner DM, wie ich finde. Ein mittelgroßer, würde ich sagen. Und dort bin ich fündig geworden, denn ich wollte unter anderem das Capybara-Klopapier, was ich bei Vivi gesehen habe von Vivis Safe Space. Kanal packe ich euch mal in die Beschreibung. Schaut mal vorbei, sie ist total süß und lieb und wir haben auch schon privat geschrieben. Und ich finde sie ganz, ganz toll und den Kanal könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und da habe ich mir diese sommerliche Tasche mitgenommen. Hello Sunshine steht da drauf. Und die ist von Sundance bei DM. Und ja, da habe ich mir so ein paar schöne Sachen reingemacht. Eingetütet quasi. Unter anderem das Don't Worry Be Cappy Capybara Klopapier. Und das sind 8 Rollen mit 180 Blatt. Das ist eine Limited Edition, dreilagiges Klopapier. Und da sind diese süßen Capybaras drauf. Capybara. Ist das nicht niedlich? Von Sanft und Sicher. Ich guck mal, habe ich den, war ich so schlau? Ja, ich habe den Kassenzettel in die Tüte geschmissen. Da ist das gute Stück. Das Capybara Klopapier hat gekostet 2,95 €, finde ich in Ordnung. Die Tüte hat 1 Euro gekostet, Permanent-Tragetasche groß. Genau, dann gehe ich mal so, wie der Kassenzettel es sagt. Dann muss ich nicht immer suchen. Und zwar habe ich das hier gefunden in der Kinderabteilung. Balea Happy Berry. Leichtkämmspülung mit dem Duft nach süßen Himbeeren und Holo-Verpackung und das hat mich sofort gecatcht. Und Pumpmechanismus und das sind 200 Milliliter. Milde Pflege mit Panthenol für geschmeidig weiches und glänzendes Haar. Kein Ziepen, keine Tränen und passt zu meinem Haarreif. Und da riechen wir jetzt nochmal dran. Oh, das riecht wie Himbeer-Sahne-Bonbon. Oh, so lecker. Finde ich richtig genial. Ich hoffe, dass es ein bisschen pflegt, aber ich nehme ja eh meistens noch ein Haaröl oder eine Leave-In-Pflege. Und oh, dieses Packaging. Oh, ich fand es so schön. Das musste einfach mit. So, die hat gekostet, habe ich ja schon gesagt, 1,45 Euro. Dann habe ich Herrn Muffin was mitgebracht, natürlich. Ich würde natürlich niemals Herrn Muffin vernachlässigen. Ich habe ihm ein schönes Mundwasser mitgebracht. Für 85 Cent das Dontodent Sensitive Intensiv Schutz Mundspülgedöns. Kann Schmerzempfindlichkeiten mildern, für empfindliche Zähne, schützt vor Karies ohne Alkohol. 1,5 Liter Mundspülung für Herrn Muffin. Ich hoffe, da freut er sich, wenn er nachher nach Hause kommt. Dann durfte natürlich, wie das wäre kein DM-Einkauf, ohne dieses Produkt. Und zwar habe ich 2 Duschen mitgenommen, 2 Duschgele, oder? Ein Duschgel, ja, 2 Duschgele und zwar diese Limited Edition mit den Urlaubsstätten, jeweils 55 Cent. Und zwar haben wir einmal Summer Paradise, Duft nach Kokos und Frangipani. Im Laden war ich mir auch schon nicht sicher, ob ich es mag oder nicht.
Ich musste es auf der Haut riechen. Es riecht blumig und nach Kokos, also gut, aber irgendwie auch nach unspektakulärem Duschgel. Also irgendwie hat es mich nicht so ganz umgehauen. Und hier steht ein schöner Text drauf. Lass deine Gedanken schweifen und genieße die Vorstellung von wunderschönen Stränden, dem sanften Rauschen der Wellen und der wohligen Wärme der Sonne auf deiner Haut. Du kannst den Duft von süßer Kokos und Frangipani wahrnehmen und dich einfach entspannen. Lass dich fallen und genieße deinen Traumurlaubsmoment. Süß! Und 300 Milliliter für 55 Cent, da kann man nichts sagen, Leute. Sehr ähnlich auch zu dieser zu dieser Isana-Geschichte. Das ist auch so urlaubsmäßig, aber Urlaub ist ja auch gerade Thema bei ganz, ganz vielen. Von daher passt es natürlich ganz gut. Und dann haben wir hier noch Summer Joy mit dem Duft nach Zitrone und Orangenblüte. Fand ich sehr ansprechend. Da steht der gleiche Text drauf, nur mit dem Duft von frischer Zitrone und Orangenblüte. Auch schön. Und das riecht so nach Zitronenbonbons und Blümchen. Irgendwie sehr spannend. Frisch und spritzig und trotzdem ein bisschen blumig. Also nicht zu zitrisch. Stelle ich mir sehr gut vor in der Dusche. Weiter geht's mit der Balea Barfußsohle in Größe 42 bis 46, zwei Paar. Die sieht einmal so aus. Ja, ich habe Schuhgröße 44. Ich bin 1,78 groß und habe große Füße. Herr Muffin auch. Und diese Einlagen sind super, wenn man gerne seine Sneaker im Sommer trägt und die Füße dann so ein bisschen schwitzen. Und dann tauschen wir die Einlagen öfter mal aus. Und das ist zuschneidbar, hygienisch, luftig, frisch. Und da sind, wie gesagt, zwei Paar drin. Frottee-Oberseite aus 100% Baumwolle für das Tragen ohne Strümpfe. Ich ziehe ja keine Socken an, weil das immer so einschneidet. Und ihr habt mir schon Tipps gegeben für Socken, die nicht einschneiden. Aber ich mag am liebsten einfach gar keine Socken anziehen. Vor allen Dingen nicht, wenn es so warm ist. Weich, gepolstert und hygienisch frisch. Genau, zuschneiden. Und dann mit der Frottee-Seite nach oben in den Schuh legen. Das kriege ich hin. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Hier habt ihr dann so die Linien, wo ihr das zuschneiden könnt. Und so sieht die Frottee-Seite aus. Finde ich sehr gut. Hat, wie gesagt, 1,65 Euro für zwei Paar Einlagen gekostet. Dann habe ich noch die Balea frische Sohlen in Größe 44, 8 Paar mitgenommen. Die sind ein bisschen einfacher, aber gerade wenn man im Sommer die durchschwitzt und öfter mal tauscht, dann ist das nicht so schlimm, weil die kosten für 8 Paar 2,95 €. Ultra dünn und atmungsaktiv verhindern die Geruchsentwicklung mit frischem Duft. Ja, und dann gucken wir mal, was mir besser gefällt. Und jetzt haben wir ja erstmal wieder genug Einlegesohlen für alle unsere schönen Schuhe, damit wir die Schuhe nicht wegschmeißen müssen, nur weil die Einlegesohle durch ist. Genau, also was sehr Praktisches. Dann was sehr, also nicht unpraktisch, aber was halt nicht praktisch ist, aber schön. Ich habe mir zwei Lippenstifte gekauft und zwar zwei Superstay Matte Inks für jeweils, aua, das tat richtig weh, 10,95 €. Und zwar diese Smiley Edition, einen pinken, einen roten. Das sind die Liquid Lipsticks, die so lange halten und die so matt trocknen. Das ist die 445 Energizer und die 460 Optimist. Das war der Kater, der hat nämlich Hunger, weil ich ihm noch nichts zu fressen gegeben habe, weil es noch nicht so spät ist. Aber er sieht das natürlich anders. Er möchte jetzt Futter haben. Ich habe nur kurz geguckt. Nee, die Farben habe ich noch nicht.
Und vor allem das Packaging habe ich noch nicht. Und die werden bald mal mit euch ausprobiert. Die swatche ich jetzt nicht, weil die Swatches kriege ich nicht mehr ab. Also nur noch mit Hardcore-Reinigung. Und mir ist gerade ein bisschen warm für Hardcore-Reinigung. Dann habe ich mir ein Set von Ebelin gekauft, und zwar Applikatoren. Das sind so Lidschatten-Applikatoren. Damit appliziere, also trage ich aber Puder auf meine Nägel auf. So Chrompuder und dieser Hailey Bieber Donut Glaze Effect Puder und so kann man damit auf seine UV-Nägel auftragen. Und ja, dafür kann man die sehr schön nehmen von Ebelin. Die kosten nämlich nur 1,45 €. Bei Neonail selber kostet ein Applikator, glaube ich, 1 € oder so. Das war mir ein bisschen zu teuer. Dann habe ich für meine beste Freundin, falls du zusiehst, jetzt weggucken, habe ich für meine beste Freundin was mitgenommen für, ja, ich denke mal für ihren Geburtstag vielleicht. Und zwar ist es ein Naturzauberset mit Blumensamenkarte, mit blumig zartem Duft. Das ist eine Pflegedusche, eine Körperlotion und eine Handcreme. Ohne Mineralöle, ohne Gentechnik, ohne rein synthetische Konservierungsstoffe, ohne rein synthetische Duft- und Farbstoffe. Und genau, das war runtergesetzt. Also es wird so ein Add-on-Goodie-Geschenk sein, einfach für ihren Geburtstag. Noch on top. Ich gucke mal, was ich ihr noch Schönes schenke. Das hat jetzt 2,95 € im Ausverkauf gekostet, weil das ist so ein Frühlingsset und das ging jetzt raus. Aber das fand ich voll süß. Das ist auch eine Limited Edition. Und in der Pflegedusche ist 150 ml drin, in der Körperlotion auch und in der Bio-Shea-Butter und Bio-Sojaöl-Handcreme 75 ml. Genau, und das ist so ein blumig-zarter Duft, habe ich schon gesagt. Fand ich ganz süß, habe ich mitgenommen für sie. Wahrscheinlich zu ihrem Geburtstag, denke ich mal. Das tue ich mal hier an die Seite. Dann zweimal habe ich mitgenommen das, und das sind die letzten beiden Produkte, die ich euch zeige, zweimal das Find Beauty in Everyday Langhaarmädchen Shampoo und Conditioner Set mit Kirsch- und Mandelblütenextrakt Shampoo und Conditioner. Fand ich super genial. Hat jetzt ein Set hat 4,45 € gekostet. Das heißt, ein Teil davon hat 2,22 € ungefähr gekostet. Und das finde ich sehr günstig für Langhaarmädchen. Und ich finde die Produkte einfach super toll. Und genau, das Shampoo ist sanfte Reinigung für gepflegtes und gesund aussehendes Haar. Und der Conditioner ist halt die abgestimmte Pflege da drauf. Unsere limitierte Spring Blossom Edition mit Kirsch- und Mandelblütenextrakt verwöhnt nicht nur deine Sinne, sondern auch dein Haar. Die Kombination von Shampoo und Conditioner schenkt schwerelose Pflege und Geschmeidigkeit bis in die Spitzen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das eins davon für einen Geburtstagsgeschenk sein könnte, weil da steht schwerelose Pflege. Das könnte auch für feine Haare was sein. Vegan ohne Silikone. Und das hat mal 8,95 € gekostet und war jetzt halt, nee, es hat mal 12,95 € gekostet und war jetzt im Angebot für 4,45 €. Also ich habe für beide Sets zusammen 8,90 € bezahlt und das finde ich schon richtig günstig. Und dafür mussten auch zwei mit, eins verschenke ich und eins behalte ich. Ja, genau, das ist der Plan. Und ich hoffe, diejenige, die das Geschenk bekommt, freut sich dann darüber. Dauert noch ein bisschen, aber ich habe immer lieber gerne Geschenke im Vorrat, dass ich schon was habe und nicht, dass ich dann doof dastehe, wenn es soweit ist und dann kein Geschenk habe oder so. So, Tüte ist leer.
Tüte kann jetzt für was anderes benutzt werden. Die Tüte und ich sagen vielen Dank fürs Einschalten. Ihr dürft im Video, wenn ihr wollt, würde ich mich sehr freuen, ein Däumchen nach oben geben. Und falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, das ist völlig kostenlos und unterstützt mich sehr. Freut mich ganz doll. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder ein. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss, ihr Süßen.